Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. So, und jetzt sammeln wir erstmal den Schmuck ein. Nehmen wir erst den hier. Wollen wir direkt mal los hier. Auf geht's. Die schöne Landschaft hier. Würde sagen, wir reiten dann direkt über die Bahnlinie. Dann läuft das auch. Oh, da ist wieder der legendäre Bär. Das ignorieren wir jetzt mal. Ich wollte nicht auf die Uhr schauen. So. Hier muss man ja immer ein Auge offen halten, ne? Kann ja mal was rumliegen. Tja, heute nicht. Wenn wir noch einen Fuchs sehen, sollten wir da auch dran denken. Aber hier ist heute auch nichts, das ist ja unglaublich. Super, da kommt der Zug. Ach so, Moment mal eben. Das machen wir später. Hier ist ja manchmal auch was heute. Heute auch gar nichts. Das ist unglaublich. So, dann die richtige Knarre raus. Wenn wir einen Fuchs sehen, dann machen wir das richtig. Ja, manchmal zieht sich das schon. Man hätte da oben auch nach Wapiti oder wie das heißt natürlich reisen können. Aber ich hatte gehofft, dass wir hier einen Fuchs sehen. Aber ein bisschen Strecke müssen wir ja machen, ne? Hier ist das, glaube ich, hier ist manchmal eine Schnapsflasche. Naja, haben wir wenigstens ein bisschen Glück, ne? Aber die Landschaft ist einfach toll. Also hier hätte ich ja gerne Blockhütte. Schön abgelegen. So, da ist es erster Fuchs gehäutet hier. Schön abgelegen. Seine Ruhe. Das Einzige, was ich brauche, ist Internet, ne? Damit ich weiter Videos aufnehmen kann und hochladen vor allem. Ah, hier muss man mal eben hier oben checken, da liegt manchmal was. Klar, heute nicht. Von meinem Glück heute sowieso nicht. So, da ist der Window Rock. Ist direkt da vorne Straßensperre, das ist ja wohl jetzt nicht deren Ernst, oder?
Wenn man in der Story unterwegs ist, kann man sich hier ein schickes Hütchen holen übrigens. So, ich rate jetzt hier extra ein Stück dran vorbei, in der Hoffnung, dass die Straßensperre verschwindet. Und ich dachte, man kommt hier irgendwo hoch. Doch, das geht, das geht, das geht. Oder? Nee. Das schafft das Pferd nicht. Schaffe ich das zu Fuß hier? Was heißt doch hier? Ein Top-Typ. Mal gucken, ob das Pferd das schafft. Ach komm. Solange ein anderes Pferd gönnen, oder? Da kann man sich ja mal eben ein anderes Pferd ausborgen, oder? So. Also, auch wenn man mal jede Menge Igelkraftwurz braucht, hier ist quasi ein ganzes Beet. Aber wo knuspert das? Ah, hier ist schon mal eine Karte. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch nicht das der verlorene Schmuck sein. Jetzt nimmt das Elend nämlich hier seinen Lauf. Ich dachte, hier oben wäre eine Kiste oder so. Hier habe ich mich schon mal dumm und dämlich gesucht. Ich muss aber auch zugeben, in der Gegend bin ich eher selten. In der Story lohnt das, da liegt hier eine Waffe. So, hier ist die Truhe. Ja. So, perfekt. Jetzt können wir raus hier. Dann schauen wir mal eben. Da wollen wir hin. Kann ich hier überhaupt ein Lager aufschlagen? Nee. Dachte ich mir. Ein großes Tier brauchen wir noch, ne? Gut, man muss auch treffen. Oh, jetzt weiß er nicht, wie er es draufpacken soll. Ah, doch. Das war ein Taschenvogel. Der kann ich ja nicht anders, ne? Da ist es. So, irgendwas war es. Fettes Vogelfleisch sollen wir noch machen, oder? So war das nicht gemeint. So.
Füchse brauchen wir noch einen. Und gewürztes, fettes Vogelfleisch. Jetzt gucken wir erstmal. Kann ich mir übrigens auch nie merken. Wie sieht denn das aus? So. Da mit Thymian können wir noch was machen. Und mit Ackerminze können wir es auch. Dann schlagen wir jetzt mal. Das gibt's doch nicht. Ich weiß gar nicht. Das Pferd habe ich so viel gar nicht gefüttert wie das, ne? Ihr wisst schon, äppelt. So, herstellen. Da ist es. Da hauen wir uns das mal eben direkt rein hier. Wie viel sollte ich denn davon machen? Ich wollte gerade sagen, muss doch fertig sein. Ich denke, am Wochenende schaffe ich vielleicht noch mal eine Runde Story, dass wir da mal weiterkommen. Weil erkunden können wir ja immer noch. So. Auch das erledigt. Da wird schon wieder was überfallen. Ah, wir könnten mal gucken, wo ist eigentlich die Madame heute? Für alle die, die es interessiert. Aha, hier ist sie. Ja, dann auch mal fix, wenn man dahin will. Neun Grad und Regen, da frage ich mich immer, warum friert der nicht? Ihr wisst, ich reite gerne querfeld ein. Ich weiß, das geht nicht immer gut. Aber oft. Was eigentlich kann man doch so halbwegs hier so abkürzen. So. Da habe ich nicht mitgerechnet, dass das hier so tief ist. Okay. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Aha. So. So, das markiere ich jetzt nur. Das holen wir uns auf jeden Fall.
Drei Sachen. Ach so, ja, klar. Das. Dann haben wir es ja gleich fertig hier. Also, kein freier Lagerplatz. Ich glaube das nicht. So, nach wie vor steht noch ein Fuchs auf der Liste. Deswegen machen wir jetzt mal keine Schnellreise. Sondern wir hoffen mal, dass uns hier einer über den Weg läuft. Ich horche schon immer ganz genau, aber irgendwie ist ja hier heute nichts. Merkwürdig, merkwürdig. Und das ist ja, man kann nicht alles per Schnellreise machen, ne? Man muss mal ab und zu auch. Da ist der legendäre, keine Ahnung was. Irgendwas habe ich doch im Controller gespürt hier. Aber so ein Fuchs, den hätte ich gern noch. Das ist echt nicht wahr. So selten sind die doch gar nicht. Da war doch was. Ja, ich hab da irgendwas bellen hören. Ja. Ja gut, hier im Wald sehe ich, also da, oh Gott, hier sind ja Spuren satt. Pferden ohne Ende. Also gefühlt kam das aus dieser Richtung her. Ja gut, hier. Also. Da finde ich aber auch nichts wieder. Waschbär, also. Okay, das bringt mich auch nicht nach vorne. Da sind ja Kojoten hier. Ich brauche einen Fuchs. Da ist er. Also, ich hab da was gehört. So. Ganz ehrlich, für 0,2 Goldbarren. Da kann man doch schon mal machen, oder? So. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Gegend hier gefällt mir mit am besten. Um den See hier. Sehr gut gesuchte Person ignorieren wir.
So, ich glaube, in der Story muss ich hier auch noch mal hin. Aha. Weil hier oben, da liegt hier so ein Gerippe. So, jetzt aber nochmal eben hier. So, zwei Sachen brauchen wir noch. Das heißt, wir öffnen jetzt noch eine Karte. Vollkommen egal was. Nehmen wir einfach mal Verschiedenes. Das können wir ja mal mitnehmen noch, ne? Muss ich aufpassen, dass das arme Pferd nicht wieder hier irgendwo vorreite. Das ging heute, finde ich, ne? Also da hatte ich schon schlimmere Folgen, wo wir des Öfteren gestolpert sind hier. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? So, da ist es. Das ist so eine Begräbnisstätte und dann hier so im Dunkeln. Hm. So, dann gucken wir mal, ob wir zufällig von hier noch eine Schatzkarte haben. Haben wir? Achso, kannst du momentan keine Schatzkarte öffnen. Achso. Erstmal warten, ne? So, da ist es. Warum nicht? Warum kann ich keine Schatzkarte? Das ist so ein Schwarzbär, das interessiert doch keinen. Ja, da hätte ich das Pferd beruhigen sollen. Habe ich aber nicht. So, jetzt nochmal. Ganz momentan keine Schatzkarten öffnen. Was soll das? So ein Quatsch. So, hier haben wir ja alles. Oh, Tiere mit dem... Ah, da fehlt mir noch eins. Mensch, gut, dass wir das nochmal im Nachgeguckt haben hier. Das hätte ja... Ja, mit Schweinen geht das nicht. Ich hätte ja schon noch gerne irgendwie einen Gabelbock oder sowas. Weil die 0-2 lasse ich nicht liegen. So, da haben wir schon.
Das ist ein bisschen optimistisch hier. Dann machen wir noch die Anflicknummer. Da ist er. Ne, den habe ich auch noch direkt erwischt. Das ist, wenn man besonders clever sein will, ne? So, hier sollte es aber gelingen. So, weil wie gesagt, das sind 0,2 Goldbarren. Das lassen wir ja nicht liegen hier. So, dann würde ich sagen, reisen wir gleich nur noch eben die kühle Ecke. Da seht ihr es, eine Sache fehlt uns noch. Und da nehmen wir dann das Zähigkeitstonikum. Und dann sind wir fertig. So, da habe ich ja drauf gewartet. Den werden wir jetzt mal freundlich grüßen. All alone we are. I can't eat nothing but me. Everything else hurts. Aha, Reptilienfleisch geben. Like the rest of them. No, we're alike. For strangers. Music under my feet. Okay. Ja, bin ich gespannt, was passiert, wenn wir ihn beim nächsten Mal treffen. Stocks are looking good. Okay, this will have to do. Okay, okay, also man muss freundlich zu dem sein. So, ab in die kalte Ecke für einen Fünfer. Quasi für eine Handvoll Dollar, oder? Irgendwas vibriert hier. So, er friert. Wir machen es mal direkt. Zack. Damit sind die neuen Rollenherausforderungen durch. Hier können wir auch noch was abgrasen. Hier auch eben, wenn wir schon mal da sind. Nix. Auch nix. Auch nix. Ja dann. Ab nach Hause. So, eine Sache wäre noch übrig. Was haben wir da? Spiel einen Showdown aus der Hüfte.
Kann ich jetzt nur jedem empfehlen, weil dann hagelt's, glaube ich, richtig Kohle und oder zumindest richtig Gold, wenn man hier alle Herausforderungen fertig hat. Da muss ich allerdings gestehen, habe ich nicht immer so Bock drauf. Gucken wir mal, was haben wir? 30 Minuten. So, Maske auf. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Tja, und schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.